Ich begrüße euch zu einem neuen R-Test von der Insel Rügen aus dem Hafen von Barbe. Ich stehe hier am Bollwerk von Barbe und wenn ihr so gegenüber seht, da seht ihr so einen grünen Berg. Das ist die Moritzburg, beziehungsweise so heißt das Restaurant, die Moritzburg in Moritzdorf. Im letzten Herbst war ich glaube ich schon mal hier. Na, ich weiß nicht, ob es im letzten, doch war im letzten Herbst. Da war es sehr regnerisch. Heute riesiges Wetter. Sonne, 30 Grad und das ja schon seit Ewigkeiten. Es ist, da passt es doch gut, dass ich Eistee dabei habe. Es ist nicht so richtig Eistee. Es ist Green Tea with Honey. Der könnte euch bekannt vorkommen, den hatte ich auch schon mal als R-Test. Dieses Mal ist es aber eine Sorte, wo noch ein bisschen was dazu kommt, nämlich Green Tea with Honey and Plum. Pflaume. Hier ist also noch zusätzlich was drin, was natürlich die Macher dieses Getränks veranlasst hat, es noch so ein bisschen kitschiger zu gestalten. Es ist ein Grün-Tee-Getränk mit Honig- und Pflaumengeschmack, mit Wasser, Zucker, 5% Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat, davon sind dann 3% Pflaume, 2% Birne, interessanterweise, und Honig, 0,14%. Dazu Grün-Tee-Extrakt, Aroma, Säurungsmittel, Zitronensäure und so weiter. Für Kinder unter 2 Jahren nicht geeignet. Okay. Ja, Zucker 7,4 Gramm in 100 Millilitern. Das ist weniger als in diesen süßen Getränken. Ist immer noch viel, muss man natürlich sagen. Aus den Niederlanden, aus Amsterdam. Bisschen schütteln, dann gucken wir mal. Also, ich muss dazu sagen, dass der reguläre Green Tea with Honey ist inzwischen eins meiner Lieblingsgetränke geworden. Und dass es den jetzt auch mit Pflaume gibt, sehe ich zum ersten Mal. So. Dann öffne ich den mal. Ach, riecht auch nach Pflaume. Also ich kann es euch jetzt nicht zeigen, weil ich kein Glas dabei habe. Deswegen können wir jetzt auch nicht sehen, wie der aussieht. Aber er riecht auf jeden Fall nach Pflaume. Das Tolle an dem Green Tea with Honey, der im Eigentlichen ist ja, dass da tatsächlich so dieser Honiggeschmack durchkommt. Hier ist es tatsächlich eher der Pflaumengeschmack und der Honig tritt völlig in den Hintergrund. Also es schmeckt eigentlich gar nicht süß, es schmeckt tatsächlich nach Pflaume. Und diese Pflaume bringt so diese Süße mit. Nun weiß ich natürlich nicht, ob es trotzdem nur der Zucker ist, dass es jetzt so süß macht oder... Auf jeden Fall schmeckt es pflaumig und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, es wird trotzdem nicht mein Lieblingsgetränk. Ich glaube, an den eigentlichen kommt er nicht an. Deswegen würde ich sagen, ich bleibe lieber bei dem normalen Green Tea with Honey. Und der mit Pflaume and Plum ist okay, aber...